Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Webinar mit dem Thema visuelle Konfiguration und was visuelle Konfiguration mit dem Vertriebsprozess der Zukunft zu tun hat. Möchte mich zunächst kurz vorstellen. Mein Name ist Marco Lang. Ich arbeite als Produktmanager bei der Firma Tacton, bin dort für alles rund um das Themengebiet Visualisierung zuständig. Seit 2016 bei Tacton und beschäftige mich schon ein gutes Stück länger, so ungefähr seit 2006, mit dem Thema visuelle Konfiguration in verschiedenen Rollen und Tätigkeiten und allgemein mit dem Thema Visualisierung, Computergrafik, 3D-Visualisierung schon seit der Studienzeit. Möchte gerne heute im Webinar das Thema visuelle Konfiguration von ein paar Aspekten beleuchten. Möchte es gerne zunächst einordnen, wo es sich in unserem Produktportfolio wiederfindet und dann auf ein paar Herausforderungen näher zu sprechen kommen, die die aktuelle Transformation des Vertriebes mit sich bringt, um dann nachher im dritten Punkt die visuelle Konfiguration, die wir als Tacton anbieten, etwas näher mit Beispielen vorzustellen und die Verknüpfung zu den Herausforderungen des Transformationsprozesses im Vertrieb dann herzustellen. Starten wir aber erst mit einer Einordnung ins Produktportfolio. Das mache ich ganz gerne, indem wir uns den typischen Produktlebenszyklus anschauen mit den Hauptphasen, die man so kennt: Konstruktion, Produktion und Betrieb. Und gerade wenn es um variantenreiche Produkte geht, die etwas aufwendiger zu verkaufen sind, ist natürlich noch eine Phase zwischendrin sehr relevant, nämlich die Verkaufsphase. Bevor ich etwas produzieren kann, es bauen kann, muss ich erstmal wissen, was ich denn genau produzieren soll. Und genau an diesem Aspekt kommen wir als Tacton mit unserem Hauptprodukt, Tacton CPQ, ins Spiel. Wir versuchen also, den Verkaufsprozess von variantenreichen Produkten zu unterstützen. Und wir haben noch ein zweites Produkt in unserem Portfolio, das nennt sich Design Automation, wo es darum geht, an den Verkaufsprozess anschließende Produktphasen, nämlich die Konstruktion, die Produktion auch noch zu unterstützen, jedoch mit einem anderen Schwerpunkt. Tacton CPQ unterstützt hauptsächlich den Verkaufsprozess, ihre Vertriebsmitarbeiter, wohingegen Design Automation sich auf ihre Entwicklungsabteilung fokussiert und versucht, Ingenieure in ihrer täglichen Arbeit im CAD-Umfeld zu unterstützen. Und Tacton CPQ an sich kommt in einer Grundausstattung mit Basisfunktionalitäten. Und dann obendrauf gibt es die Möglichkeit, verschiedenste Optionen hinzuzunehmen, je nach Anwendungskontext. Und wenn wir uns jetzt nun dieses Portfolio anschauen mit dem Blick auf das Thema Visualisierung, dann findet das in sehr vielen Aspekten hier sich wieder. Zum einen, klar, das Produkt Design Automation, in dem es im CAD-Umfeld in der CAD-Software eingesetzt wird, hat es natürlich sehr viel mit Visualisierung zu tun. 3D-Konstruktion, 2D-Zeichnung sind da die Themen, die wir automatisieren. Von dem her ist es automatisch ein Visualisierungsthema. Und wenn wir in das Tacton CPQ Portfolio reinschauen, dann gibt es zwei Optionen, die hier relevant sind im Bereich Visualisierung. Wir haben einmal die visuelle Konfiguration, über die wir auch heute sprechen, und zum anderen die Option CAD Automation. Und da vielleicht noch mal kurz die Unterscheidung zu verdeutlichen: Visuelle Konfiguration macht dann Sinn, wenn ich gerne meinen Konfigurationsprozess mit Visualisierung unterstützen möchte, also während der Konfiguration Visualisierung gern anzeigen möchte. Und wenn ich gerne im abschließenden Angebot die Konfiguration visuell dokumentieren möchte. Das ist genau der Schwerpunkt von visueller Konfiguration. CAD Automation bezieht sich darauf oder wird dann eingesetzt, wenn ich nach dem Konfigurationsprozess gerne präzise CAD-Dateien erzeugen möchte oder detaillierte Zeichnungen für zum Beispiel nachgelagerte Prozesse. Dann eignet sich diese Option besonders gut.
Und wenn beide Optionen gewünscht sind, kann man natürlich auch diese kombinieren. Aber heute konzentrieren wir uns jetzt, wenn wir auf das Portfolio schauen, auf die Takt- und CPQ-Option visuelle Konfiguration. Das bringt mich auch schon zum nächsten Punkt der Agenda, die Transformation des Vertriebes. Der Vertrieb ist höchstwahrscheinlich wie viele Bereiche einer dauerhaften Transformation unterlegen, aber es gibt ein paar aktuelle Aspekte der aktuellen Transformation, die besonders relevant sind im Blick auf das Thema visuelle Konfiguration. Und der erste Aspekt, den ich hier gerne ein bisschen beleuchten würde, ist, dass sich der Kaufprozess verändert. Es hat schon begonnen, wird aber in der Zukunft auch noch stärker werden, denn Ihre Käufer werden nicht per se jünger, aber die neue Generation von Käufern für Ihre Produkte sind in zunehmendem Maße nun sogenannte Digital Natives, also Personen, die in einer digitalen Welt aufgewachsen sind und digital geprägt sind. Und so wie sie sich im privaten Bereich mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen und in der digitalen Welt leben, so möchten sie das auch im Beruflichen tun. Das heißt, sie möchten auch im Beruflichen die digitale Welt nutzen, so wie sie sie aus dem Privaten können. Sie suchen das und sie erwarten das auch zunehmend, dass auch im Beruflichen sich dieses Digitale widerspiegelt. Und das bringt natürlich gewisse Herausforderungen an den Vertriebsprozess mit sich. Ein weiteres Kennzeichen des veränderten Kaufprozesses ist es, dass die Käufer zunehmend individuell und isoliert agieren. Das heißt, es dauert sehr lang im Kaufprozess, bis wirklich ein Kontakt zu ihrer Firma, zu ihrem Vertriebssystem aufgenommen wird. Man spricht da heute davon, dass ungefähr erst nach, wenn schon 80% des Verkaufsprozesses durchlaufen sind, erst dann beginnt es mit einem direkten Kontakt mit einem potenziellen Vertriebsmitarbeiter oder Mitarbeiterin. Und das ist etwas, was sich in den letzten Jahren gesteigert hat. Vor ein paar Jahren waren wir noch bei 60% und heute sind wir mittlerweile, dass 80% der Käufer selbstständig die Strecke geht, ohne einen Vertriebsmitarbeiter zu involvieren. Und das bringt natürlich auch gewisse Herausforderungen für Sie mit sich, denn ein potenzieller Neukunde, Neukäufer, der sich noch mit dem Produkt noch nicht auskennt, braucht Unterstützung, auch wenn er alleine unterwegs ist. Das bedeutet, man hat hier so einen Wandel weg vom beratenden Verkaufen zum beratenden Kaufen. Das heißt, Sie müssen es schaffen, den Käufer auf diesen 80% der Strecke zu beraten, obwohl Sie keinen direkten Einfluss auf ihn oder sie haben. Und der dritte Aspekt in diesem veränderten Kaufprozess ist, dass dieser Kaufprozess sehr individuell von Käufer zu Käufer ist. Und während diese individuellen Kaufprozesse durchlaufen werden, wird einfach erwartet, ein nahtloses Kauferlebnis zu haben. Während ich also von einer Phase in die nächste, von einem Gerät in den nächsten, von einem Vertriebskanal oder Kaufkanal in den nächsten wechsle, möchte ich als Käufer ein nahtloses Erlebnis haben. Omnichannel nennt sich das. Also das sind Veränderungen im Verkaufsprozess, die schon stattfinden, die sich in Zukunft noch beschleunigen werden, auf die man Antworten finden muss. Ein weiterer Aspekt ist, es wird immer schwieriger, sich auf dem Markt zu differenzieren. Das heißt, das Endergebnis des Kaufprozesses, also das Produkt, was am Ende dann gekauft werden soll möglicherweise, ist immer weniger differenzierbar und unterscheidbar von der Konkurrenz auf dem Markt. Die nähern sich an. Das heißt, man muss andere Möglichkeiten oder weitere Möglichkeiten suchen, um sich denn zu differenzieren und auf sich aufmerksam zu machen. Und eine interessante oder wichtige Möglichkeit hierbei ist, den Kaufprozess als solches zu nutzen, um sich von den Mitbewerbern zu differenzieren. Und der dritte Aspekt bei der Transformation des Vertriebes, den ich gerne aufgreifen möchte, ist jetzt auch ein altbekannter, aber dennoch immer noch sehr relevanter, der kontinuierliche Wissenstransfer. Also demografischer Wandel, leergefegter Arbeitsmarkt, Arbeitnehmer sind deshalb geneigter oder flexibler, auch ihren Job zu wechseln.
Was bedeutet, man muss Lösungen auf die Frage finden, wie kann ich sicherstellen, dass ich in meiner Firma immer ausreichend Wissen habe in allen Aspekten, das betrifft den Vertrieb genauso, mein Produkt bestmöglich zu vertreiben, zu verkaufen, zu vermarkten. Darauf müssen auch Antworten gefunden werden. Das sind jetzt sicherlich nicht alle Herausforderungen, die im Transformationsprozess auf Sie zukommen, sind aber drei wichtige, vor allen Dingen im Hinblick auf das Thema visuelle Konfiguration, was ich jetzt im dritten Agendapunkt des heutigen Webinars gerne etwas näher erläutern würde und auch mit Beispielen dann unterfüttern. Und starten möchte ich vielleicht mit dem Mehrwert von Visualisierung, der den meisten vielleicht sehr einleuchtend und offensichtlich ist. Visualisierung hilft mir einfach, Verständnis aufzubauen. Das heißt, wenn Sie daran denken, Produkte mit einer hohen Varianz zu verkaufen und vorher auch zu konfigurieren, dann war es eigentlich nie einfacher, als mit dem Einsatz heutiger Visualisierungstechnologie diesen Prozess zu begleiten. Und das gilt sowohl für Käufer, also für Personen, die sich bisher noch nicht so sehr mit ihrem Produkt und dessen Varianz auseinandergesetzt haben und deshalb ein bestimmtes Unwissen noch haben über die Möglichkeiten und was genau passiert, wenn bestimmte Konfigurationsentscheidungen getroffen werden. Aber natürlich, um auf das Thema Wissenstransfer zurückzukommen, wenn Sie auch eine fluktuierende Anzahl von Kollegen im Vertrieb haben, die auch immer wieder neu das Produkt dann erlernen müssen, die stehen vor der gleichen Herausforderung wie ein Käufer ihres Produktes. Und da eignet sich Visualisierung hervorragend, um den Zugang zu Ihrem Produkt und zur Konfiguration zu erleichtern und praktisch die Komplexität des Prozesses zu reduzieren und dadurch natürlich den Prozess effizienter zu machen, ihn zu beschleunigen, Missverständnisse oder Fehler zu verhindern, was natürlich ja auch zu negative Konsequenzen wie Rückläufe und so weiter haben kann. Es wird mit Visualisierung einfacher, zusätzliche Optionen zu Visualisierung anzubieten und zu verkaufen, wenn ich einfach visuell erklären kann, was passiert denn mit dieser Option, was verändert sich denn? Und das heißt, letztendlich führt einfach in der Argumentationskette relativ einfach das erhöhtes Verständnis führt zu einem erhöhten Vertrauen in den Prozess, in das, was hier gerade passiert. Und das führt dazu, dass einfach Bedenken, die vielleicht vorherrschen, schneller aus dem Weg geräumt werden und es so schneller zu einem erfolgreichen Abschluss kommt. Wenn wir jetzt über Visualisierung im Allgemeinen reden, ist vielleicht noch entscheidend, darauf einzugehen, mit was für einer Technologie wir das denn bei Tacton machen. Wir setzen zu 100% auf die 3D-Echtzeit-Visualisierung. Das bedeutet, ich kann das auch mal in einem Beispiel kurz demonstrieren, das bedeutet, dass wir keine vorproduzierten statischen Bilder haben, die wir zur Konfiguration einfach anzeigen, die auch nur bestimmte Blickwinkel des Produktes anzeigen, sondern wir haben eine voll interaktive 3D-Visualisierung. Man kann sie also, jeder Nutzer kann sie beliebig drehen, rotieren, zoomen, um den Blickwinkel einzunehmen, der gerade relevant erscheint. Und da das Ganze Echtzeit ist, bedeutet auch, dass auch die Konfigurationsentscheidungen, die getroffen werden, in Echtzeit visualisiert werden. Das heißt, es muss da nicht auf lange Wartezeiten eingenommen werden, sondern in dem Moment, wo eine Konfigurationsentscheidung getroffen wurde und der Konfigurator die als valide akzeptiert in dem Moment, wird das Ganze auch in der Visualisierung direkt visualisiert. Und neben diesen interaktiven Funktionalitäten oder Eigenschaften bietet die 3D-Echtzeit auch noch weitere Vorteile. Und zwar zum einen, ich hatte vorhin schon erwähnt, Ihre Käuferschaft verändert sich. Sind die sogenannten Digital Natives, kommen jetzt. Das bedeutet, diese Personen sind in einer digitalen Welt
aufgewachsen, in der 3D-Visualisierung schon eine sehr relevante Rolle spielt. Das beginnt natürlich im Kleinen mit Computerspielen, zieht sich aber dann in weitere Aspekte durch. 3D-Visualisierung findet man überall heutzutage. Das heißt, ihre zukünftigen Käufer sind in einer solchen Welt aufgewachsen. Das ist prinzipiell die Sprache, die sie sprechen. Und das macht es natürlich sehr zugänglich für eine solche Käuferschaft, wenn diese Visualisierung in ihrer bekannten Sprache angeboten wird. Das wird sich in der Zukunft auch noch verstärken, wenn auch weitere Themen wie Metaverse relevanter werden. Der Hype ums Metaverse ist zum Glück jetzt abgeflacht. Das heißt, man kann sich jetzt wirklich darauf konzentrieren, es mal umzusetzen. Das wird auch noch ein paar Jahre dauern. Und wie es genau wird, weiß auch noch keiner. Aber was eigentlich alle wissen und sich sicher sind, ist, dass es 3D wird. Und zum anderen bietet halt die 3D-Echtzeitvisualisierung von Tacton auch noch einen Vorteil an, nämlich wir haben zu 100% unsere eigene Technologie hier aufgebaut. Das heißt, wir können Ihnen die Visualisierung mit unserer Technologie ohne jegliche Abhängigkeiten anbieten. Wir haben die volle Kontrolle. Wir haben also eine Visualisierung, eine visuelle Konfiguration, die 100% abgestimmt ist auf die Strategie des Hauptproduktes Tacton CPQ, auf eine gemeinsame Roadmap, gemeinsame Release-Zyklen, gemeinsame Prioritäten. Das ist etwas, was wir aus einer Hand anbieten können, was uns da auch etwas einzigartig macht. Das nächste Thema, das ich gerne aufgreifen würde, individuelle Kaufprozesse. Ich hatte schon erwähnt, dass heutige Käufer möchten gerne selbst entscheiden, wann und wie sie mit ihrer Firma und mit ihrem Produktangebot interagieren möchten. Das heißt, zu welchem Zeitpunkt im Kaufprozess, über welche Art und Weise, ist es über die Webseite, über ein Video, über eine kleine Demo, über einen eigenen Konfigurator, Kontakt mit dem Vertrieb, über ein Angebot, was auch immer, oder auch über welches Gerät Sie gerne interagieren möchten. Und dem müssen Sie Rechnung tragen. Das bedeutet, Sie müssen auf all diesen Konstellationen mit Ihrem Verkaufsprozess verfügbar sein. Es wird sehr negativ aufgenommen, wenn es heißt, in dieser Konstellation, also zu diesem Zeitpunkt im Kaufprozess, müssen Sie über diese Art und Weise mit uns in Kontakt treten oder interagieren. Was anderes bieten wir nicht an. Das spiegelt sich natürlich auch, dann spiegelt sich auch für die visuelle Konfiguration wider. Das heißt, zu sagen, wir können das nur visuell konfigurieren in einem bestimmten Anwendungsszenario, aber auf einem anderen Gerät oder zu einem anderen Zeitpunkt bieten wir leider nichts an. Ein zweiter wichtiger Punkt ist, Sie müssen hier Konsistenz zeigen. Das heißt, ein Käufer erwartet ein nahtloses Ergebnis vom Anfang bis Ende des Kaufprozesses. Das heißt, um wieder beim Beispiel Visualisierung zu bleiben, wenn Sie mit Hochglanz-Marketing-Material auf Ihrer Webseite werben, aber dann im Konfigurator eine 2D-Visualisierung zeigen und vielleicht im anschließenden Angebot gar keine Visualisierung des konfigurierten Produkts haben, dann wird das als sehr negativ wahrgenommen, als ein Bruch eben im Kauferlebnis. Und dann zu guter Letzt, was vielleicht auch eher wieder so ein interner oder technischer Aspekt ist, natürlich muss diese ganze Flexibilität an Omni-Channel-Konstellationen auch irgendwie wartbar bleiben. Und auch da glauben wir, dass wir als Tacton eine sehr gute Antwort darauf gefunden haben, dass wir eine Lösung anbieten, in der man das Produkt unter die Visualisierung einmal aufsetzt und dann automatisch auf diese ganzen Konstellationen aufspielen kann, ohne zum Beispiel eine separate Visualisierung für diesen Fall und eine andere Visualisierung für den Fall zu haben. Kauferlebnis hatte ich schon angesprochen. Und dass es immer schwieriger wird, sich zu differenzieren und dass man doch den Kaufprozess als Differenzierungsmöglichkeit sehr schön nutzen kann. Hier auf der Folie sehen wir jetzt das Spektrum der Visualisierung aus der Sicht der Visualisierungsgüte. Das heißt, auf der einen Seite haben wir die
einfachste Visualisierung überhaupt, eine Strichzeichnung sozusagen mit einem schwarzen Stift auf einem weißen Blatt Papier. Und auf der anderen Seite des Spektrums haben wir sozusagen die realistischste Darstellung, die es gibt, Visualisierung, nämlich die echte, die Fotografie der Realität. Und dann hat man zwischendrin jetzt ein Spektrum, das sich aufspannt. Das heißt, von 2D-Zeichnungen kann man hin zu 3D gehen, so die typische CAD-Visualisierung, die man kennt. Oder anstatt echte, reale Fotografie zu machen, kann man virtuelle Fotografie einsetzen. Eignet sich sehr gut, vor allem wenn es um variantereiche Produkte geht, wo man nicht immer ein physikalisch existierendes Pendant zur Verfügung hat. Und zwischendrin in der Mitte befindet sich nun dieser Bereich der 3D-Echtzeit, der in sich selbst schon wieder ein kleines Spektrum hat. Das heißt, auf der einen Seite des Spektrums kann man die 3D-Echtzeit so aussehen lassen wie 3D-CAD. Und auf der anderen Seite kann man schon recht nahe an visuelle Ergebnisse von einer virtuellen Produktfotografie rankommen. Natürlich nicht ganz, weil da doch rechenintensive Prozesse laufen, die eine Zeit lang dauern, die nicht in Echtzeit einfach zu erledigen sind heutzutage noch. Das heißt, das ist der Bereich, in dem wir uns hier bewegen, auch mit visueller Konfiguration, da wir auf 3D-Echtzeit aufbauen. Und das gibt Ihnen aber auch die komplette Flexibilität, die Sie benötigen. Das heißt, Sie können sich in Ihrer Firma überlegen, wie wollen wir denn unser Produkt präsentieren? Und mit unserer Technologie können wir mit einer großen Sicherheit auch die Antwort auf diese Frage abbilden. Sie haben dadurch auch die Möglichkeit, sich zu überlegen, kann ich vielleicht auch mit Visualisierung mich in meinem Kaufprozess differenzieren. Sie können natürlich auch durch diese Flexibilität das vorhin angesprochene nahtlose Kauferlebnis herstellen. Das heißt, wenn Sie natürlich schon einen gewissen Anspruch oder eine gewisse Vorstellung haben, wie Sie Ihre Produkte zum Beispiel auf Ihrer Webseite vermarkten, dann können Sie natürlich mit der Flexibilität unserer Lösung schauen, dass die Visualisierung im Kaufprozess sich derer entspricht und nicht etwas komplett Unterschiedliches visualisiert. Und zu guter Letzt vielleicht noch der Hinweis, etwas, was aus meiner Sicht eben gerade im B2B-Bereich zu wenig berücksichtigt wird, ist die Möglichkeit, Emotionen zu wecken im Kaufprozess. Es spielt keine Rolle, ob ein Mensch jetzt für sich privat etwas kauft oder als Vertreter einer Firma etwas kauft. Emotionen spielen immer eine Rolle. Und wenn man es schafft, positive Emotionen zu wecken mit dem zur Verfügung gestellten Kaufprozess und positive Erlebnisse damit erzeugt, dann hat das auf jeden Fall einen positiven Effekt auch auf die Zusammenarbeit und auf die Erfolgschancen, am Ende zu einem Vertrag zu kommen. Kauferlebnisse kann man auch noch aus einer etwas anderen Perspektive sehen. Und da bieten wir als Tacton auch etwas an, was einzigartig am Markt ist. Denn wir schaffen die Möglichkeit, dass man jetzt den Konfigurationsprozess auch mit anderen teilen kann. Ich kann mal kurz hier das Video starten. Sie sehen jetzt hier wieder unser Frontend, wo die Visualisierung begleitend zur Konfiguration läuft. Und Sie können sich jetzt hier einen Link holen, entweder als QR-Code oder einfach als Text. Und wenn Sie den verteilen, kann jemand anderes diesen Link öffnen mit seinem Browser. Und was dann passiert ist, dass nun im Browser eine Visualisierung geladen wird, die der Visualisierung in der Hauptkonfigurationssitzung entspricht. Man ist jedoch völlig unabhängig in der Navigation. Das heißt, jemand, der den Link hat, kann selbst entscheiden, was er sich anschauen will. Die beiden Visualisierungen sind aber gekoppelt. Das bedeutet, wenn in der Hauptkonfigurationssitzung die Konfiguration fortgeführt wird und verändert wird, verändert sich das auch im gleichen Moment in allen angekoppelten Visualisierungen. Das ermöglicht es also, dass ich jetzt noch weitere Personen, Stakeholder in meinen Konfigurationsprozess mit hineinnehmen kann, um live mich mit ihnen auszutauschen und das Konfigurationserlebnis zu erweitern.
Bestmögliche Beratung. Ich hatte vorhin schon angesprochen, dass man so einen Shift im Moment sieht, weg vom Verkaufen zum Fokus auf das Kaufen, aber dass natürlich Käufer oder auch neue Vertriebskollegen und Kolleginnen gewisse Maße an Beratung und Unterstützung brauchen, um sich hier zurechtzufinden. Und da bieten wir zum Beispiel auch verschiedenste Möglichkeiten an. Eine Möglichkeit ist zu sagen, zusätzlich zur Visualisierung des Produktes an sich bieten wir noch Informationen über die Dimensionen des Produktes an. Wie breit ist denn eigentlich das Produkt? Etwas, was sich oft schwer vorzustellen ist, wenn man das Produkt noch nie live gesehen hat, in echt. Und hier auch während der Konfiguration live anzuzeigen, wie verändern sich denn die Dimensionen, wenn sich auch die Konfiguration meines Produktes verändert, ist etwas, was auf jeden Fall unerfahrenen Käufern oder Vertriebskollegen und Kolleginnen sehr zugutekommt. Andere Möglichkeit ist, virtuelle Beispielumgebungen mit einzubauen. Das bedeutet, Kontext schaffen, wo kann denn dieses Produkt zum Beispiel eingesetzt werden, um so vielleicht noch Zweifel aus dem Weg zu räumen, ist denn das Produkt überhaupt für mich und meinen Anwendungsfall geeignet? Wenn ich schon mal einen Anwendungsfall aufzeigen kann, der meinem potenziellen Käufer, dessen Anwendungs- oder deren Anwendungsfall entspricht, dann kann ich auf jeden Fall schon mal mehr Vertrauen schaffen, als wenn diese Zweifel einfach noch bestehen bleiben, ob das Produkt überhaupt für meinen Fall so richtig passt. Und das Ganze kann man auch sogar noch einen Schritt weiter treiben. Man kann Technologien wie Augmented Reality einsetzen, um nicht das Produkt nicht in einer virtuellen Umgebung anzuzeigen, sondern wirklich in der realen Umgebung des Kunden. Das heißt, man kann sich jetzt hier auch wieder diesen Link, den ich vorhin schon gezeigt hatte, wenn man den jetzt über den QR-Code zum Beispiel mit einem Mobiltelefon oder mit einem Tablet scannt und ihn auf dem Gerät öffnet, dann bekommt man erstmal wieder die 3D-Visualisierung, wie vorhin schon angezeigt. Man hat aber nun zusätzlich die Möglichkeit, in den Augmented Reality-Modus zu wechseln und dann das Produkt, das virtuelle Produkt, in seine Realität zu projizieren. Und zwar in seinen echten, wirklichen Dimensionen. Man kann es dann noch verschieben, rotieren und positionieren und kann dann das Produkt so erleben, wie es später auch, wenn es so gekauft würde, dann in dieser Umgebung stehen würde. Man kann drumherum gehen, sich alle Aspekte anschauen und kann so wieder mehr Vertrauen in die Konfigurationsentscheidung und in den ganzen Kaufprozess erlangen, indem man solche Möglichkeiten eben nutzt. Und da bei uns Augmented Reality nicht eine separate Funktionalität ist, wie bei all unseren Mitbewerbern, hat man noch einen weiteren Vorteil, nämlich, dass es sich hier auch um eine geteilte Visualisierung handelt. Das heißt, Sie haben nur denselben Effekt, wenn Sie anfangen, die Hauptkonfiguration. Warum läuft die jetzt nicht? Mal kurz starten, neu starten vielleicht. Jetzt läuft's. Genau. Sie sehen also jetzt hier wieder, ich habe eine Hauptvisualisierungssitzung und habe aber nun zwei damit geteilte Visualisierungen, einmal in einem Browser und einmal auf dem iPhone Augmented Reality in dem Fall. Oder in dem Fall ist es, glaube ich, ein Android-Phone. Spielt jetzt auch keine Rolle. Und Sie sehen, Sie können jetzt live mitverfolgen in allen angegliederten Visualisierungen, egal ob Augmented Reality oder im Browser, wie sich die Konfiguration verändert. Sie müssen nicht jedes Mal die Augmented Reality Experience neu starten, so wie das typischerweise der Fall ist, sondern bei uns starten Sie sie einmal als angegliederte, geteilte Visualisierung und können sie dann konfigurationsbegleitend mitverwenden. Und der Aspekt der Beratung wird auch dann nochmal besonders relevant, wenn es nicht nur um, ich sage jetzt mal, designästhetische Konfigurationsthemen geht, sondern wenn es um wirklich geometrische Fragestellungen geht, also um Layouting-Themen.
habe ich auch mal zwei Beispiele mitgebracht. Das eine Beispiel ist die Konfiguration eines Aufzuges, wo man erstmal klassisch den Aufzug an sich in Höhe, Breite, Tiefe konfiguriert, dann auch in die Interieurkonfiguration springt, um eben diese designästhetischen Aspekte sich anzuschauen. Welche Farben habe ich denn an den Wänden, Decken? Habe ich vielleicht eine zusätzliche Stoßleiste und so weiter? Aber Teil der Konfiguration ist auch die Konfiguration des Bedientableaus im Aufzug. Welche Komponenten habe ich denn auf diesem Bedientableau und wo sitzen die denn? Das ist eine sehr individuelle Fragestellung. Und man kann jetzt hier per Drag and Drop alle gültigen Positionen sozusagen ausprobieren und austesten. Ungültige Positionierungen können zum Beispiel direkt auch unterbunden werden. Und wenn jetzt zum Beispiel die Konfiguration, eine Änderung in der Konfiguration dazu führt, dass geometrisch auf einmal nicht mehr genug Platz ist, können wir das visuell anzeigen. Wir können die Information auch an den Konfigurator zurückspielen. Hier hat ein Problem stattgefunden, bitte behebe das. Und dann kann jetzt nun individuell diese geometrische Problematik aufgelöst werden, indem die einzelnen Komponenten an Plätze geschoben werden, wo genug Platz zur Verfügung steht. Und wenn das passiert ist, kann auch wieder an die Konfiguration, an den Konfigurator zurückgeliefert werden. Die Information, alles ist wieder in Ordnung. Man kann mit dem Konfigurationsprozess weiter fortfahren. Also hier auch den Kunden, den Käufer, den neuen Vertriebskollegen, Kollegin an die Hand nehmen und unterstützen. Und eine relativ neue Funktionalität, die wir in dem Bereich hinzugefügt haben, ist die Möglichkeit, mit Grundrissen zu arbeiten. Das heißt, man hat die Möglichkeit, nun Grundrisse hochzuladen in unser Vertriebstool in verschiedensten Formaten. Dann kann man diese Grundrisse noch ein bisschen optimieren. Und wichtig ist, dass man natürlich die Skalierung des Grundrisses angibt, sodass sie auch passgenau zu unserer Visualisierung dargestellt werden kann. Und wenn man dann in der Konfiguration ist und konfiguriert ein Produkt, kann man es wie bisher auch schon vorgestellt konfigurieren und kann es sich aber dann auch auf dem hochgeladenen Grundriss eben anschauen und bewerten, ob es denn vielleicht an den angestammten Platz passt oder ob ich entweder einen anderen Platz suchen muss oder vielleicht die Konfiguration anpassen muss, sodass es dorthin passt. Und das Thema wird natürlich besonders relevant, wenn es nicht um ein einzelnes Produkt geht, sondern ein ganzes System, eine Kombination von Produkten, die hier kombiniert werden, die ich also in einem Konfigurationsprozess mir zusammenstelle, um da möglichst schnell und intuitiv ein Gefühl dafür zu bekommen, ob die aktuelle Konfiguration denn zum vorhandenen Platz passt. Und hier kann ich dann auch wieder schön zwischen einer Individualkonfiguration der einzelnen Komponenten, der einzelnen Produkten und der Systemkonfiguration hin und her springen. Und natürlich das Ganze hier beispielhaft auch in einem Angebot nachher dann auch visuell dokumentieren und absichern. Zu guter Letzt des Webinars möchte ich noch kurz auf eine Fragestellung eingehen, die ich häufig bekomme, nämlich: Ist visuelle Konfiguration oder Visualisierung, ist das nicht nice to have? Das ist ein nettes Add-on, das kann man machen, aber es geht auch ohne. Und da habe ich ein paar Zahlen mitgebracht aus unserem eigenen Vertrieb. Im Moment ist es so, dass ein Drittel der CPQ-Kunden von Tacton Visualisierungslizenzen haben, also visuelle Konfigurationslizenzen haben. Und wir sehen, dass diese Zahl am Wachsen ist. Wenn wir speziell auf die letzten 12 Vertriebsmonate schauen, sehen wir, dass 50% unserer neuen CPQ-Kunden haben direkt von Anfang an visuelle Konfiguration mit hinzugekauft. Da war es also nicht die Frage, ja, nein, vielleicht nicht oder ja, machen wir irgendwann später, in einem späteren Schritt. Nein, von Anfang an hat die Hälfte unserer neuen Kunden schon gleich Visualisierung mitgekauft. Und wir sehen auch, wenn es darum geht, was sind denn so die Themen, die am meisten bei uns nachgefragt werden, dass visuelle Konfiguration hier auf Platz 3 liegt. Wobei ich glaube, dass wir Platz 1 und 2 da nicht verdrängen werden, weil da liegen die Themen ERP-Integration und CRM-Integration. Aber direkt danach
fragen unsere Kunden und der Markt fragt bei uns visuelle Konfigurationen. Und im Blick auf die Optionen, die wir anbieten, ist es so, dass visuelle Konfiguration die meistverkaufte Option in unserem ganzen Portfolio ist. Also es ist definitiv nicht mehr so, so wie es noch vor ein paar Jahren war, dass visuelle Konfiguration als ein nettes Gimmick angesehen wird, sondern der Markt und unsere Kunden und Interessenten fragen dies aktiv vermehrt nach. Und dieser Trend wird sich auch fortsetzen. Das wär's prinzipiell zum heutigen Webinar zum Thema visuelle Konfiguration und wie sich das Thema auf den Vertriebsprozess der Zukunft auswirkt. Wenn Sie weitergehende Informationen haben, besuchen Sie unsere Webseite. Da gibt es noch jede Menge weiterführendes Material. Da gibt es weitere Webinaraufzeichnungen, White Papers und so weiter. Sie können auch gerne mich direkt ansprechen oder kommen Sie einfach auf uns als Takton zu, auf unseren Vertrieb. Kontaktieren Sie uns über unsere Webseite. Würde mich freuen, wenn Sie den Kontakt suchen und wenn Sie gerne über das Thema visuelle Konfiguration reden möchten. Dankeschön.